Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, da ich immer ein bisschen länger brauche, um Dinge zu kapieren und zu verstehen und ich manchmal so ein paar Sachen mit den aufbaue, um das vielleicht eventuell irgendwann mal zu verstehen und auch wieder zu vergessen. Ich bitte das zu entschuldigen, lieber Wolf. Ich weiß, dass ich da mehrfach darauf hingewiesen wurde und ich habe auch durchaus mir diesen Wiki angeschaut und ähnliches. Ich vergesse es halt einfach nur immer mal wieder und habe dann irgendwas, was ich mal ganz früher irgendwie im Kopf hatte, immer wieder kommt das vor. Das ist zum Beispiel, dass das hier bloß eine Kapazität von 1200 hat. Keine Ahnung, wo es herkommt. Ich weiß es nicht. Ich bitte das zu entschuldigen, dass ich da vielleicht eventuell mal ab und zu mir bestimmte Sachen nicht merke. So, das erstmal hierzu. Jetzt habe ich hier mal so ein bisschen was aufgebaut. Und zwar habe ich mir hier so ein paar Tanks mit Wasser füllen lassen. Relativ groß und mit Pumpen, die auch unten dran stehen. Dann haben wir hier einen Schalter dazwischen, den wir gleich anmachen werden. Und dann werden wir pumpen. Es geht darum, in diesem Tank 50.000 Liter. Warte mal, habe ich das hier schon eingestellt? Ja, kurz gucken. Ne, habe ich nicht eingestellt. Wollen wir mal ganz kurz mal kopieren. 50.000 Liter Wasser sozusagen hinzubekommen. Und das mit verschiedenster Technik. So, das ist quasi der Aufbau, den wir auch haben. Hier hinten, wo ja gesagt wird und was auch stimmen wird wahrscheinlich, dass das nicht ausreicht. Also, dass hier dieser Flüssigkeitstransport zu gering ist. So, ich möchte ja hier pro Sekunde sind das 5000 Liter, die hier durchgehen werden oder sollen. Und das wird wahrscheinlich hier alles so gar nicht klappen. Ich weiß noch nicht, wie ich es dann auf- und umbauen soll, dass es dann klappt. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen auseinanderziehen. So viel Lücke bis nach oben habe ich. Ein bisschen Lücke nach oben habe ich ja noch, aber so viel, wie ich bräuchte, wahrscheinlich nicht. Da müssen wir mal gucken, wie oder was man da machen kann, wie es dann transportiert werden soll. Denn ich müsste hier wahrscheinlich Pumpen noch mit einbauen, die das dann durchtransportieren. Das wollte ich noch machen. Ich wollte mal noch einen Aufbau machen, wo ich eine Pumpe durchtransportiere. Ich darf mir nur den Stromkreis jetzt hier nicht verbinden. Moment, da muss ich hier mal ganz kurz Dinge vom. Da muss ich hier mal Strom abklemmen, damit hier unten nichts passiert. Bis ich das damit mal. Er sich von dort Strom holt. Kann ich den Balken hier ranstellen? Bis dahin kann ich ihn ranstellen. Okay, so. Dass er gerade so noch die Pumpe dann mit Strom versorgt, aber nichts anderes mehr. Ich wollte noch eins machen, wo quasi auch hier eine Pumpe noch dazwischen hängt, beziehungsweise hier noch eine Pumpe dazwischen hängt. Um zu gucken, wie viel Liter die dann transportieren. Also brauchen wir nochmal zwei Teiche hier. Kein Problem, kriegen wir ja hin, haben wir ja noch. So Not gibt es da ein paar mehr Teiche. Ups, da stehen wir nicht. Nein, doch. Ja, genau. Also so in etwa. Ich will es jetzt einmal ausprobieren, wie ich mir vorstelle, dass es funktionieren kann. Ich glaube, den muss ich auch noch wegmachen hier. Der könnte mir sonst nämlich die eine Pumpe schon mit Strom versorgen hier. So. Habe ich noch solche Tanks? Jetzt habe ich solche großen Tanks nicht mehr. Das ist natürlich auch schade. Soll ich in Anlieferung? Ich kann auch den All Corners nehmen, sind 75.000 Liter im Vorrat. Ich denke, das sollte auch gehen. 50.000 will ich ja nur transportieren. So. So, dann kommt hier. So, und. Achso, natürlich in die falsche Richtung geguckt. So. Die Pumpe. Entschuldigung. Ich weiß noch nicht, wo es herkommt. So, dann machen wir hier sozusagen eine Pumpe dazwischen. Wir müssen aber das Rohr auch machen, weil es da um die Ecke geht. Also das ist jetzt quasi, das simuliert diesen Knick hier. Da wird es dann interessant, wie man das dann mit einer Pumpe machen kann, auch mit Knick oder sowas. Mal gucken, dass das einigermaßen gut klappt. So, also hier einmal eine Pumpe so dazwischen und dann nochmal eine Pumpe und noch eine Pumpe dazwischen und dann am Ende noch eine Pumpe in den Endtank. So. Also, um sozusagen das auch einmal abzugraden. Sicherlich weiß der ein oder andere jetzt schon, wie es ausgehen wird, das Experiment. Ja, aber ich möchte es einmal machen. Einmal für mich und einmal für so generell, wie ich mir das so vorstelle oder was ich mir dabei denke oder gedacht habe, werde ich euch natürlich auch mitteilen. Inwieweit, ich kann mal gucken, ich glaube, die großen konnten. Das habe ich doch auch in Produktion, oder? Ich kann mir da ja noch ein paar bringen lassen, mal 10 Stück oder so. Oh ja, Lieferbus sind 38, das ist eine krumme Zahl. So, und dann machen wir uns noch ein paar Drähte. Die brauchen wir auch noch. Und hier hinten dann die Tanks nochmal dran.
So. So, dann müssen wir das hier alles mit Strom versorgen. Danach her, wenn der Schalter umgelegt wird. Und die grüne Leitung brauchen wir hier dann durchgängig. So. Also, dieser Tank gibt vor, wie viel Liter, 50.000 Liter, wie lange das dauert. Ich habe das schon einmal abgemessen, das dauert ungefähr 25 Sekunden. Das werden wir gleich nochmal machen. So ist es nicht so. Wenn die Dinger ja voll sind, ja, sind sie, dann würde ich sagen, alle Pumpen wunderbar mit Strom versorgt und hier, da haben wir dann die Pumpen da dazwischen, um zu gucken, wie schnell oder wie langsam das läuft. Das müsste ja theoretisch eigentlich die Geschwindigkeit von dem haben, aber vielleicht zählt das als Element und heilt ja nochmal die Flussgeschwindigkeit. Deswegen, das kriegen wir, wo kriege ich denn das raus? Das kriege ich hier raus, ne? Ob das nochmal geteilt wird oder nicht. So, alles klar. So, dann wollen wir mal, vielleicht transportiere ich ja hier sogar mehr als diese, warte mal, ich reduziere das mal auf 20.000 Liter. Weil ich nicht genau weiß. Habe ich das jetzt hier? Ja. Hier habe ich das eingestellt. So, 20.000 Liter. Ich hätte einen Vergleicher machen sollen, wo ich dann alle anschließe hinten dran. Na egal. Dann hätte ich das bloß einmal ändern müssen. So, dann geht das jetzt hier auch ein bisschen schneller. So, dann gehen wir hier mal in meine Stoppuhr. Die refreshen wir mal ganz kurz. Dankeschön. Hier drinnen gibt es keine Stoppuhr, ne? Oder? Habe ich irgendwo noch nicht gesehen. Dann machen wir den hier und dann sagen wir jetzt... wir müssen gucken, wann die roten Lampen ausgehen, ne? Sagen wir jetzt Play. Jetzt müsste es loslaufen. Eine Sekunde, zwei Sekunden. So, gucken wir mal. Meine Reaktionszeit ist natürlich auch schlecht. So, das Ganze hat jetzt 9,67 Sekunden gedauert. Das ist ungefähr das, was ich erwartet habe. Das wären nämlich 9.600 Liter bei 10.000, also bei genau halbierter Leistung sozusagen ungefähr. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass diese Pumpe müsste jetzt theoretisch, weil die 9600 hat, ein Rohr dazwischen ist, dann halbiert es sich. Hätte ich jetzt erwartet, dass sie 4.500 Liter pro Sekunde rüberschiebt. Wenn wir jetzt 20.000 Liter hier rankriegen, haben wir aber hier keine 4.500 Liter hingekriegt pro Sekunde, weil dann hätte es nur 5 Sekunden gedauert. Das heißt, es ist nochmal geteilt. Das heißt also, jedes dieser, das zählt als Element und das zählt wahrscheinlich als zwei Elemente und nicht als ein Element. Das heißt, zwei Rohrstücken. Erklärt sich das so, also wenn das noch mitzählt. So, und jetzt gucken wir mal, wie viel Liter wir an den anderen alles haben. Ah ne, komm, das blinkt mir dann zu nervös hier, lassen wir den Strom mal ruhig an. So, hier haben wir dann 15.000 Liter, das heißt also hier, ne, ist dann nochmal ja, die Abstufung, okay, 14.000 Liter, hier ist dann die Abstufung mit dem einen Rohrstück gar nicht mal mehr so schlimm. Das, also das kostet nicht allzu viel, dass man das jetzt so unbedingt machen müsste. So, jetzt wird es aber interessant, ob jetzt diese Pumpenkonstellation hier 28.000 Liter geschafft, ne, anstatt nur 20.000 Liter. Hier haben wir 18.000 Liter geschafft, weil hier die Brücke drin ist. Und hier haben wir 16.000 Liter geschafft. Das passt aber wieder so zu dem Verhältnis ungefähr wie hier, ne? Da sind 10.000 weniger, hier sind 5.000 weniger. Also das hier so aufbauen wäre so wahrscheinlich das Schnellste, wenn dann hier wieder eine Pumpe ist, die das dann weiter transportiert und so weiter und so fort, sollte das dann gehen. Also ich denke mal, wir müssen den Aufbau so machen, dass wir da 28.000 Liter in 10 Sekunden, das ist eine Übertragungsrate von, lass mich lügen, 2.800 Liter. Dann könnten wir mit zwei Pumpen, die parallel arbeiten an diesen Tanks, das hätten wir jetzt auch mal nochmal testen können, und mit zwei Pumpen das hier so aufbauen. Ob dann da auch was geht. So, hier mal 18.000 Liter, hier mal 16.000 Liter. Und hier haben wir wieder 28.000 Liter. Das heißt also, hier ist wirklich der volle Durchfluss wieder da. Und hier mal auch 28.000 Liter. Das heißt also wirklich, vor und jedem Element müssen wir eine Pumpe dazwischen stellen, damit das dann klappt. Okay, nee. Aber das ist jetzt sozusagen mein Flüssigkeitsexperiment zu dieser ganzen Sache mal gewesen. Ich wollte es mir einfach mal selber angucken, wie gut oder wie schlecht es läuft. Das heißt, wir haben jetzt durchschnittlich 10 Sekunden gebraucht, in etwa, um 2.800 Liter, 28.000 Liter zu transportieren. Das heißt, wir schaffen pro Sekunde 2.800 Liter in dieser Konstellation. Und ja, theoretisch könnten wir noch mal, könnte ich nochmal ein Dualpumpensystem aufbauen, ob dann hier hinten dann 28 mal 2, 56.000 ankommen, ne? Da müssten ja theoretisch 56.000 ankommen, dann kann auch sein, dass jetzt sich hier natürlich, also dass das eigentlich theoretisch auch 30.000 Liter sind, was ich vermute, aber in dem Rohr können ein paar Liter drin stecken, in dem Rohr können, ist noch was drin, ne?
Demzufolge, ja, wird das wahrscheinlich dann sozusagen hier auch 30.000 Liter sein, also die doppelte oder zumal plus 50% Durchfluss, weil wir ein Element rausnehmen. So. Oder das halt hier wieder beschleunigen. Gut, das wollte ich jetzt mal gemacht haben. Und ich mache jetzt wirklich noch einmal das Experiment mit dem Doppeldingsbumskasten da. Da muss ich hier mal ganz kurz aus nochmal machen. So, dann müssen wir einmal den hier leeren. Also wir haben festgestellt, ne, also unser System hier, was wir aufgebaut haben, schafft es nicht. Das schafft 2000 Liter pro Sekunde pro Leitung jetzt. Und das würde 4000 Liter heißen in dem System, was wir dort haben. Wenn wir zwei Pumpen langlegen würden immer, theoretisch, mindestens 4000 Liter sein. Und wir müssen also hier vor dem Kessel auch noch eine Pumpe ansetzen. Mal gucken, wie gut oder schlecht das dann läuft. So, interessant wird, ob das hier alles rausläuft, ne? Also bis dahin. Aber ich denke mal, die werden dann irgendwann, wahrscheinlich die hinteren werden hier keine Chance mehr haben. Also das könnte auch schwierig werden. Aber vielleicht kann man das dann durch eine Saugpumpe an dieser Stelle, dass wir hier sozusagen eine, die hier dran saugt die ganze Zeit, das ein bisschen beschleunigen. Oder wir müssen hier wirklich dann irgendwo noch, ja, Pumpstationen dazwischen bauen und gucken, wie wir das mit dem Beladen des und Entladen des Lüfters anders machen. Vielleicht eventuell dann höher stellen oder so. Oh Mann! Jetzt kriege ich noch einen Hustenanfall. Das ist nicht gut. Weiß ich auch noch nicht, wo das herkommt. Ist neu. Entschuldigung. Gut. Oder auch nicht gut. Aber zumindest haben wir das schon mal festgestellt. So, also wir bauen das jetzt nochmal auf hier. Ich werde hier nochmal einmal das Wasser entleeren. Ich glaube, da konnte ich, wenn ich die Eimer hier zusammenhänge, kann man das ganze System mit Eimer entleeren. Müsste ja klappen. Den Map-Modus raus. So. So, das müsste doch klappen jetzt, wenn ich das ganze System entleere. Mehrfach, dann sollte hier die Spielkanister leer sein. Na, der ist nicht leer. Warum ist der nicht leer? Los. Damit verbunden oder ist das, weil das hier keinen Strom hat, jetzt nicht verbunden? Und die verbunden. Naja, gut. Achso, die sind nicht miteinander verbunden. Achso, deswegen. So, klicken wir da ein paar Mal drauf, dann sollten die hier leer sein. So, wunderbar. Okay, so, dann lassen wir wieder volllaufen. Die ganze Geschichte hier. Das kann hier unten drunter ja sogar noch miteinander verbunden sein. Sollte ja eigentlich keine Violine spielen. Das ist ja bloß unser Vorrat, den wir haben. So, das heißt, wir werden jetzt hier einmal das Doppelpumpen, das Doppelpumpen und Rundpumpenrohr, die Doppelleitung hier einbauen. So. Das sollte dann hier gehen. Ich mache hier die verkürzte Variante mit dem Mittelding, oder? Machen wir die da rein? Die brauche ich eigentlich nicht. Das haben wir ja bewiesen, dass das hier genauso gut das funktioniert, wie das funktioniert, wenn da eine Pumpe dazwischen steht. Gut. Okay, das ist das. Warum hat es gerade keinen? Dann muss es hier noch die Leitung dran kriegen. Ja, das steht schon drin. Strom hätte es dann da. So, wie sieht es hier aus mit den Vorräten? So, ungefähr 75.000 Liter sind da. Ich denke, das sollte reichen. Dass wir dann mal einmal wieder einschalten. Klack. Und dann zieht das hier jetzt durch. Und dann sollte hier drüben richtig schnell richtig viel Wasser kommen. Und es müsste bei 56.000 oder 58.000 stehen bleiben. Ja, 56.000. Da bleibt stehen. Das war so zu erwarten. Sehr gut. Also das würde es schaffen jetzt hier, ne? Das waren auch wieder ungefähr 10 Sekunden, die das gelaufen ist. Und dann schaffen wir in 10 Sekunden 5.600 oder pro Sekunde 5.600 Liter. 5.000 Liter müssen wir transportieren. So kann es was werden. So müssen wir es da drüben aufbauen. So. Damit wir die nötigen Flüssigkeiten durchtransportiert kriegen. Wie gut das denn von diesem noch hier durch dieses ganze Rohr bis da hinten hinläuft, bleibt zu zweifeln, dass das richtig gut funktioniert. Aber da denke ich mal, da kümmere ich mich dann auch gleich nochmal drum oder beziehungsweise dann drum, wenn es soweit ist. Ja, heißt, wir müssen auch hier Pumpen einsetzen in den Ecken und wo nicht überall. Und jetzt könnten wir da ein kleines Platzproblem kriegen, wenn ich nämlich jetzt hier sozusagen immer eine Vorpumpe bauen muss, dass ich das vielleicht eins nach oben setzen muss. Das werden wir dann gleich sehen. Aber dann, das ist natürlich auch nicht schön. Oder hier doch einen anderen Tank dann nehmen können, der eventuell, upsala, unsere Bedürfnisse besser ab.
Na, warte mal, kann ich? So, ich bin im Inventar voll. Oh, ich kann. Kann ich auch was abbauen, ne? Ja, was wir aber machen könnten, wäre Trick 27,12. Wir könnten den Teich unter der Pumpe kleiner machen. Das geht nämlich, nachträglich zu machen. Für den Teich wegmachen. Die Pumpe steht hier ohne Teich da. Die funktioniert trotzdem. Ne, die macht trotzdem hier Wasser. Können wir gleich mal gucken hier, ne? Wenn ich jetzt hier sage, so, mach Wasser raus. Zack. Die Pumpe fördert trotzdem anständig Wasser hier rein. Das könnten wir natürlich machen, ja. Das ist natürlich eine Idee. So, jetzt habe ich hier eine Pumpe zu viel und einen davon zu viel. Und davon habe ich auch irgendwie zwei zu viel. Dann holen wir mal weg. So. Hol ich die, ne? Brauche ich die nochmal? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. So, dann hier einmal F gedrückt. So. Also der hier dran. So. Und so. Und so. Dann muss das hier gepumpt werden. In der Form kriegen wir das hier durch. So, dann müssen wir hier mal gucken, wie wir die Ecke bauen. Also wir brauchen ja hier sozusagen eine Pumpe. Hier. Okay. Hier eine Pumpe. Da eine Pumpe. Da eine Pumpe. Da eine Pumpe. So in der Art, ne? So sieht's aus. Ja, hier kann ich nicht bauen, weil kann ich auch Wasser bauen. So, so. Hier kein Rohr dazwischen, da kein Rohr dazwischen. So, hier müssen wir wieder Sand reinlegen. So, unterirdisch machen so. Was hier oben drinne, das müssen wir dann auch umbauen hier. Die Leitung oder die Leiste und Leitung, die müssen wir da umbauen, damit das funktionieren kann. So, okay, also dann sind wir erstmal damit beschäftigt. Und werden hier jetzt die Sache ausbauen, damit das dann zumindest auf dieser Seite hier mit der Flüssigkeit zumindest schon bis nach oben hin einigermaßen klappen kann. Ja, den Teich können wir lassen, aber ach nein, komm, machen wir es zur Gleichheit halt weg. So, und theoretisch bräuchte ich es erst ab ungefähr der Hälfte der Strecke, aber wir machen das jetzt mal über die ganze Strecke hier einfach hoch. Dann ist das hier sauber alles durchgepumpt. Wie gesagt, das wird von hier gar nicht so viel ankommen. Da gehe ich ganz fest von aus, dass das auch noch sanierungsbedürftig ist, aber naja. Da kommen wir noch hin. So, da ein Rohr hin, da ein Rohr hin, da ein Rohr hin. Da eins hin, da eins hin, da eins hin. Hier haben wir eins und da machen wir dann auch noch eins, weil es so schön ist. Und das geht auch nochmal. So. Sieht zwar wirklich doof aus, aber es sind halt eben Pumpen, die direkt aus dem Wasser oder aus dem Boden das Wasser holen. Es gibt Pumpen, die machen sowas. Also es gibt, ich habe, glaube ich, die Pumpen habe ich sogar. Müssen wir mal gucken hier, da gibt es irgendwie gibt's diese Pumpen, die man auf trockenem Boden hinstellen kann und die holen dann auch Wasser von unten raus, aber die haben glaube ich bloß eine Fördermenge von 300 Liter oder sowas war das. Ach, wo sind denn die? Hier müssten die mit bei sein, oder? Groundwater Bohr, also Groundwater Bohrpumpe und die erzeugt glaube ich 60 pro Sekunde nur. Anstatt, also da brauchen wir 20 Stück, um das hier auszugleichen. Ne? Jetzt produziere ich so ein Ding auch noch. So, das wäre diese hier. Die kann man halt überall hinsetzen und die, ja, die macht aber bloß 60 Liter. Da haben wir ein Problem, weil dann kriege ich hier nicht genügend Flüssigkeit dran. Ich weiß aber nicht, ob ich eventuell für jeden eine so einzeln da hinsetze. Ich gucke, was verbraucht ihr hier? 40 Liter pro, nee, 20 Liter pro Zyklus, ne? Und das dauert 6 Sekunden, also das ist ja dann, könnte man so vielleicht eventuell die Wasserversorgung hier anders machen in den Pumpen. Und mal gucken, dass wir dann hier vielleicht einzelne so Pumpen hinstellen, damit wir dann fürs Abwasser genügend Platz haben, dass wir das Abwasser sauber durchtransportiert kriegen. Dass wir die vielleicht eventuell dann doch drehen nochmal, dass der eine mal so rumguckt, der andere mal so rumguckt. Und wir dann immer Pumpen dazwischen bauen können. An den Stellen hier, ne? Oder in den Förderband oder sowas. Das müssen wir mal gucken. Also, dass da vielleicht noch ein anderer Plan mal entstehen muss. Ist natürlich, das wäre natürlich ein großer Umbau nochmal für das ganze System, aber ja. Es ist leider so und so, beziehungsweise, oder das ist sinnvoll so, das so zu machen. Also von daher. So, hier oben habe ich schon gesehen, da fehlt ein Rückschlagventil. Hier zum Beispiel. Habe ich kein Rückschlagventil drin.
Hier habe ich kein Rückschlagventil drin. Oder mach mal Pumpen hier hin schon. Ich glaube, ich baue da Pumpen davor schon mal. Es wird sowieso so laufen, dass ich das reinpumpen muss. Das Stück Förderband brauche ich hier ja nicht. Das kann hier ja weg überall. Also ich werde hier diese Pumpen brauchen. Wir müssen uns von da ein bisschen ansaugen. Aber ob das den gewünschten Erfolg hat, das... naja, sagen wir mal, die Zweifel sind groß. Aber wenn man es nicht probiert hat, dann weiß man es nicht, ne? Ist immer so dieses Learning by Doing oder wie man das nennt hier. Das muss man in Erfahrung bringen, ich denke mal, aber dass wir da durchaus noch einen größeren Umbau mal machen müssen, der uns natürlich nicht mehr Platz kosten darf. Das ist so die große Sache an dem System. So, wir werden dann in der nächsten Folge oben den Transport dieser Flüssigkeit hier drinne optimieren müssen, so dass wir hier immer an den Anschlüssen Pumpen haben mit Rohren dazwischen, dann müssen wir keinen Tank haben. Das haben wir ja auch festgestellt, dass das einfach nur mit vielen Rohren zwischendurch auch geht. Und immer das, was hier abfließt, fließt halt ab, das ist halt weg. Aber dass wir hier sozusagen den Pumpen drin haben und dann müssen wir gucken, wo wir die Kameraden mit den Greifarmen dann hinstellen können, damit das noch passt. Also, hier muss jetzt sozusagen eine Pumpe dran, ne? Dann kann der Greifarm noch nicht mehr stehen. Jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Man hat es aber auch echt nicht leicht, aber leicht hat es einem. So. Diesen Quatsch hier kann ich mal wegschmeißen. Weiß ich nicht, wozu ich den brauchen könnte. So, dann nehmen wir den mal auf hier. Schicken wir den mal zurück. Dann schicken wir den mal zurück. Dann schicken wir die mal zurück und die mal zurück. So, Lampen habe ich gar nicht so viele, ne? Naja. Das hätte ich jetzt eher erwartet. So, die 8, die kann ich auch wegschicken. Die 16 kann ich wegschicken, brauche ich nicht. Eine Eisenkiste braucht auch keine Sau mehr in der Tasche. So. Also wieder ein bisschen... Bisschen Platz geschafft. So, bei den Rohren brauchen wir jetzt gleich ein paar noch. Wird sich nicht vermeiden lassen. So, gut. Also hier so die Pumpe hin und dann muss die auch schon wieder hier hin. Und dann sieht man schon, da hat man gar nicht mal mehr so viel Platz für so einen Greifer am Jungen, ne? Naja, gut, man kann den ja da einstellen. Also so viel kommt da ja nicht raus, ne? Ist eigentlich egal, dann kann ich auch ein Rohr dazwischen zaubern. So. Abziehen müssen wir durch. Ja, zumindest wachse ich nicht nach oben. Das ist schon mal okay. Das kriegen wir hin. Gut, aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis denn. Tschüss.